Hey Leute, ich bin Roland von Easy Runner und heute habe ich euch was von Hoka mitgebracht, nämlich einen Supertrainer, den Skyward X. Das ist echt ein super spannendes Modell, den gibt es noch gar nicht am Markt, der kommt erst in den nächsten paar Wochen raus. Und wie gesagt, Kategorie Supertrainer, das sind Schuhe, die sich durch die besten Materialien auszeichnen, meistens auch mit eingebauter Carbonwaserplatte, relativ hohen Aufbauhöhen, sehr, sehr komfortabel und geeignet vor allen Dingen fürs Langstreckentraining. Der hier bringt eine Sprengung Hoka typisch von 5 mm mit. Hinten steht man zum Beispiel in der Männergröße 48 mm hoch und vorne 43 mm. Hier sind zwei Schaumschichten übereinander gelegt. Oben ist eine Schaumschicht aus einem sehr, sehr guten Pieper-Material. Die ist relativ weich und sehr, sehr reaktiv. Und darunter legt man eine stabilere EVA-Schicht im Supercritical-Verfahren hergestellt. Und die soll, wie gesagt, was Stabilität bieten, tatsächlich auch bei dieser Aufbauhöhe auch sehr, sehr nötig. Der Schuh kostet 225 Euro, wiegt in der Mustergröße 316 Gramm und ich hatte es schon erwähnt, das ist ein Schuh der Supertrainer-Kategorie. Da gibt es auch vergleichbare Modelle noch von Essex, nämlich zum Beispiel den Superblast. New Balance hat da auch ein entsprechendes Modell als Konkurrenz. Und ja, wie gesagt, ich finde den sehr, sehr spannend. Ist mittlerweile, bin ein paar Mal mit dem gelaufen, eins meiner Lieblingsmodelle. Da schwebt man quasi wie auf Wolke 7. Und den gibt es übrigens auch in zwei Weiten. Das heißt also, die Leute, die tatsächlich einen relativ breiten Fuß haben, die können hier auch eine weite Größe wählen. Jetzt kommen erstmal ein paar Bilder und danach kann ich euch echt erfreuen mit einem sehr, sehr schönen, spannenden Test. Ja, beim Obermaterial hat sich Hoka für ein sehr, sehr komfortables 365-Tage-Mesh-Material entschieden. Das heißt, das ist so wirklich Nässe geeignet, wintertauglich, relativ wenig atmungsaktiv, relativ warm. Dem einen oder anderen könnte ich mir vorstellen, wird es hier vielleicht sogar ein bisschen zu warm. Ja, wie gesagt, ist für 365 Tage ausgelegt und in dem Sinne auch sehr, sehr wirkungsvoll. Vorne hier in dem Bereich haben sie hier so Stabilelemente eingebaut, die super wirkungsvoll sind vor der 10-Box. Die 10-Box an sich selber ist schon mal in der normalen Weite ein Gedicht. Das heißt also, der Fuß hat da im 10-Bereich in der Höhe, in der Weite super viel Platz. Die wenigsten Leute, denke ich mal, werden die weite Größe unbedingt brauchen. Die Zunge ist auch eine ganz spezielle Konstruktion, die ist nur im vorderen Bereich hier befestigt und liegt sonst an den Seiten frei. Das machen andere manchmal mit Gummibändern entsprechend anders. Eine super dick gewählte Zunge, super komfortabel, mit das dickste, was ich je gesehen habe. Und die Schnürsenkel sind super geeignet, etwas elastisch sind die gemacht worden, werden durch dünnere Löcher gezogen, also da kriegt man einen ganz, ganz tollen Sitz hin. Ja, wie gesagt, auf die Zunge müssen wir mal ganz kurz zu sprechen kommen, nämlich bei vielen Herstellern machen die Zunge mit entsprechenden seitlichen Gummibändern, befestigen die mit dem Mittelfuß- und Mittelschuhbereich. Das haben die hier nicht gemacht, die haben hier diese Gummiverbauungen an den Seiten, hier Lachsfarben, die haben die nochmal mit Gummibändern nach unten in den Mittelschuhbereich gezogen und die umschließen danach den Mittelfuß und kriegen mit dem Mittelfuß einen entsprechend super guten Sitz vermittelt. Das heißt, da fühlt man sich wirklich super gut aufgehoben. Ist echt eine sehr, sehr gelungene Konstruktion, habe ich so am Markt noch nie gesehen. Der Einstieg ist super, kann man sich auch vorstellen, weil die Zunge frei liegend mehr oder weniger ist, seitlich kaum befestigt. Deshalb kann man da super gut reinschlüpfen. Im Schuhkragenbereich ist es so, dass die Pads, die hier verbaut werden, eigentlich von mir jetzt dicker erwartet worden sind, als sie tatsächlich hier herhalten. Aber in der Wirkung wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr schönen Komfort bieten und gar keinen Grund zur Klage. Im Bereich der Achillessehne hier hinten ist der Schuh sehr, sehr hochgezogen. Clifton 9 lässt grüßen, sogar noch ein bisschen höher. Weiß ich gar nicht, ob ich nötig empfinde, aber wie gesagt, die Pads, die hier verbaut worden sind, sind sehr, sehr schön komfortabel, passt super. Im hinteren Bereich, ich klopfe mal gerade hier, damit ihr das mal hört, ist ein gelbes Orthopädie-Element verbaut worden, also im wahrsten Sinne, hier ist echt ein stabiles Teil dran gemacht worden, super stabil, gibt tollen Sitz und überhaupt kein Grund zur Klage, im Gegenteil. Super gut. Wie auch im Gesamten der Schuh so gebaut worden ist, dass der hier für den Fuß eine gewisse Schuhwanne bietet. Das heißt, der Schuh steht in so einer Art Wanne drin und kann eigentlich kaum zur Seite hin und her wippen. Das heißt also, Pronation lässt grüßen gar nicht hier. Das passt also auch super. Im Gesamten eine sehr, sehr schöne Konstruktion. Kann ich nur super gut bewerten. Dreams big enough, big enough.
wenn wir auf die Mittelsohle zu sprechen kommen, dann gehen wir normalerweise erstmal auf die Punkte des Leichtathletik-Weltverbandes ein, nämlich wie sieht der denn diese Mittelsohle von der Technik her? Wie sieht es aus mit den Schäumen? Wie sieht es aus mit der Carbonplatte? Und wie sieht es aus mit dem Abrollverhalten? Und hinterher ziehen wir noch ein Fazit, um euch nochmal ganz kurz auf den aktuellen Stand zu bringen, wie ich die Mittelsohle bewerten würde. Ja, technische Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes ist eigentlich relativ einfach. Der setzt zwei Regeln an, es darf nur eine Platte verbaut werden, das ist hier erfüllt. Und die zweite Regel, die maximale Aufbauhöhe, darf maximal 40 mm sein. Das ist hier nicht erfüllt, das heißt, der Schuh ist nicht regelkonform, ist aber auch überhaupt kein Problem, weil der ist viel zu schwer, um irgendwelche Rekorde zu laufen. Die zweite Sache ist die Schäume. Hier werden zwei Schaumschichten verwandt. Ich zeige es euch erstmal. Die untere Schicht, das ist ein sogenanntes EVA-Material, was im Supercritical-Verfahren hergestellt worden ist. Das ist relativ stabil und relativ hoch von der Aufbauhöhe und bietet quasi so eine Art Wanne für die obere Schicht. Die ist aus Pibermaterial, sehr, sehr weich, responsiv und reaktiv. Und zwischen beiden Schaumschichten ist dann hinterher noch eine Carbonplatte verbaut. In der gesamten Konstruktion sehr, sehr gelungen, gelenkschonend auf Langstreckentraining im Easy Pace ausgelegt. Und wenn man das Pflichtenheft zugrunde legt, muss man ganz klar sagen, das ist hier echt ganz, ganz toll umgesetzt worden. Bei der Carbonplatte, die zeige ich euch jetzt gleich mal von der Seite. Das ist aber nicht wirklich wahnsinnig aufschlussreich. Da sieht man eigentlich nur, dass die Carbonplatte relativ hochgelegt worden ist im Vergleich zu anderen Modellen. Die viel interessantere Sache ist die Schicht, die Sicht von unten. Da zeige ich euch mal die Carbonplatte, wie sie konstruiert worden ist. Die hat nämlich so eine ähnliche H-Form, nur mit zwei schrägen Verstrebungen. Und das habe ich auch so noch nie gesehen. Und die bietet noch im hinteren Bereich eine Stabilität für den Außenfersenbereich. Ne? Stichpunkt Aufsetzen mit der Ferse im hinteren Schuhbereich. Und Stabilität dafür. Das heißt, das ganze Konstrukt ist ausgelegt auf Langstreckentauglichkeit, Komfort, gelenkschonend und auch da super gut umgesetzt und bietet auch noch sehr, sehr gute Reaktivität. Und von daher ist das echt sehr, sehr gelungen. Das Abrollverhalten ist auch da. Hier ist hinten und vorne eine Rockerkonstruktion. Die ist aber nicht übertrieben. Die ist sehr natürlich, unterstützt den Läufer bei der natürlichen Bewegung. Im hinteren Bereich, haben wir ja schon gesagt, ist eine sehr, sehr dicke, weiche Pieperschicht. Man sieht es auch schon hier, das ist dieser gelbe Bereich, unterstützt durch eine Stabilität von der Carbonplatte. Das heißt, der Fersenläufer, der aufsetzt, setzt sehr, sehr stabil und geführt nach vorne auf und kann sich sehr, sehr natürlich wieder abstoßen. Das passt super. Wie gesagt, Langstreckentraining, Easy Pace. Und ich glaube sogar, der eine oder andere wird hier eine extra Runde einlegen, weil das sehr, sehr schön und sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Ja, wenn wir alles zusammen bewerten, dann muss ich sagen, super gelungene Konstruktion, hat mir echt super gefallen und das ist für Easy Pace nicht super schnelles Tempo anzusetzen. Sehr, sehr gute Gelenkschonung ist hier, Langstreckentauglichkeit. Wie gesagt, ich glaube auch, der eine oder andere wird wirklich ein bisschen länger laufen, als er das eigentlich wollte, weil er sich so sehr, sehr wohl fühlt. Und ich kann nur sagen, ganz, ganz tolles Produkt. Mindestens genauso gut wie ein Superblast und mit dem war ich schon sehr, sehr zufrieden. Das heißt also, ich wage mal zu behaupten, das ist ein Sahnestückchen, der kratzt wirklich schon an der 100%-Grenze in der Mittelsohle. Ja, beim Blick auf die Außensohle fällt direkt auf, dass Hooker hier diverse Aussparungen, diverse Rillen gezogen hat zur Flexibilisierung, zur Gewichtsreduzierung und um den entsprechenden Blick auf die Carbonfaserplatte zu gewährleisten. Ist super gut gelungen in der Wirkung, auch sehr, sehr schön flexibel gemacht worden. Als zweites habe ich euch gleich mal eine Tabelle dazu gemacht, wie die entsprechenden Vermessungspunkte bei anderen Schuhen sind. Also wir messen ja immer hinten und vorne die Breite des Schuhs. Und da sieht man, nur der Hoka Mach 5 ist bisher derjenige Schuh gewesen, der breiter vermessen worden ist von mir. Der ist sogar entsprechend so sehr, sehr ähnlich dem Superblast und der war ja schon wahnsinnig breit gewählt worden, was die Aufsetzpunkte und Aufsetzflächen betrifft. Das heißt also, man steht hier nicht nur sehr, sehr hoch in der Mittelsohle, sondern auch extrem flexibel bzw. extrem stabil, weil die Aufsetzfläche sehr, sehr groß gemacht worden ist. Als drittes sieht man, hier vorne ist ein sehr, sehr großes Gummierungselement gemacht worden und hier hinten zwei kleinere.
Die Gummierung ist ungefähr 3 mm dick, also sehr, sehr gut und sehr, sehr dick gewählt worden. In der Wirkung bei Trockenheit super und bei Nässe mittlerweile auch richtig gut. Also da kommt man Puma, Adidas und Nike schon verdächtig nah. Also jedes Modell wird hier in der Richtung Grip immer besser von Hoka. Was Verschmutzungen und Steineansammlungen betrifft, was die Mittelsohle und Außensohle betrifft, ist es so, dass hier kaum was sich ansammeln kann und wenn, wird es direkt rausgetreten. Die Haltbarkeit ist bei Hoka mittlerweile auch sehr, sehr gut, vor allen Dingen hier mit so einer dicken Außengummierung gemacht worden. Und im Gesamten würden wir tatsächlich sagen, das ist ein richtiges Sahnestück von Hoka gemacht worden hier, aller Ehren wert. Ja, kommen wir zum Fazit vom Skyboard X. Das ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Supertrainer von Hoka. Man steht hier sehr, sehr hoch und gleichzeitig sehr, sehr stabil. Man verwendet nur die besten Schäume und dazwischen liegt dann die entsprechende sehr, sehr gut und sehr, sehr speziell konstruierte Carbonfaserplatte. Im Gesamten ist das ein Konstrukt, das ist sehr gelenkschonend und sehr, sehr komfortabel. Gleichzeitig geht das richtig nach vorne. Und ist wirklich der ideale Langstreckenbegleiter. Der Schuh ist zwar relativ teuer, allerdings, wie ich finde, locker sein Geld wert. Was man aber wirklich im negativen Bereich erwähnen muss, ist, der ist einfach wirklich sehr, sehr schwer, zu schwer meiner Meinung nach. Da sollten die mal gucken, ob sie das nächste Modell doch 10, mindestens vielleicht sogar 20 Gramm leichter gestalten können. Aber sonst ist der wirklich ganz, ganz gelungen. Wer also im Halbmarathon und im Marathonbereich trainieren möchte, findet hier wirklich das Modell, wo ich jetzt sagen würde, guckt euch den mindestens mal an. Ich glaube, die meisten würden den sehr, sehr gerne laufen.